Hallo und willkommen zurück im Mega-Schweine-Projekt auf der nordfriesischen Marsch-Vierfach-Map. Ja, unser Drescher ist hier fleißig am Raps-Dreschen und wir werden jetzt mal so richtig auf die Kacke hauen und massivst investieren. Ich habe schon mal so grob überschlagen, also wir brauchen so um die 200.000 Dollars, um die Sachen zu kaufen, die wir jetzt noch so brauchen. So, erstmal Kredit aufgenommen, jetzt geht's los. Wir wollen den MB-Truck haben. Und zwar kriegt er sowohl Fronthydraulik, Frontlader mit Forstkäfig, ein bisschen mehr Leistung geben wir ihm. Irgendwie 90 PS, das hört sich gut an. Breitreifen, ja. Gut, der wird gekauft. Okay. Dann geht's weiter. Wir brauchen den Frontlader. Passend in der Farbe, ja. Dann kommt die große Poltergabel, auch in der Farbe. Dann werden wir uns schon mal in weißer Voraussicht ein Maisgebiss kaufen. Im Rot, ja. Dann wollen wir eine Sämaschine. Und zwar habe ich mir die Querneland hier ausgesucht. Die kann Mais und Zuckerrüben anpflanzen. Die wird gekauft. Da haben wir noch nichts, da haben wir nichts. Eine Kettensäge. Nehmen wir die. Die sieht schön aus. So, Forstgerät, Radlader, Tiere, der Tiertransporter. So. War da jetzt noch irgendwas? Aber ich glaube erstmal. Ich dachte doch, wir können. Wo ist er? Ach nee, das ist bei platzierbare Objekte. Die Ladestation für das Farmtablet. Nicht, dass uns dann irgendwann der Saft ausgeht und dann haben wir da ein Problem. So, gucken wir mal, wo wir uns die hinpacken können. Oh, hier sieht es doch gut aus. Zack, jetzt haben wir noch 38.000 übrig. Ja, dann würde ich mal sagen. Ah, jetzt weiß ich. Gewicht. Da kommt das SM2400. Genau. So, dann bauen wir mal unseren MB-Truck mal zusammen. So. Die Poltergabel dazu. Das Gewicht, das ist vermutlich hier dahinter. So, das ist schon mal unsere Forstausrüstung. Das muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier schon Kurse habe.
Holzhafen, Holzeiskraft, nee. Dann machen wir doch mal hier schnell einen Kurs vom Hof. Muss ich mal überlegen, hier fahren wir rein künftig. Das heißt, die Ausfahrt aus dem Hof wird hier sein. Das heißt, wir fangen hier mit der Aufzeichnung an. Wir machen gleich einen Umlauf daraus, sprich vom Hof zur Holzgeschichte und wieder zurück zum Hof. Einmal hier das Kurvengeschlängel so ein bisschen abkürzen. Ich denke, dass wir hier öfters auch mal einen anderen Traktor runterschicken müssen, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt Hackschnitzel produzieren, die müssen ja auch dann irgendwie von A nach B gefahren werden. Ja, da fällt mir ein, ich weiß, was wir uns noch kaufen müssen. Wir brauchen noch einen Flachbettanhänger. Aber dafür reicht das Geld. So. Ja, und wenn wir Kompost haben, können wir auch hier die Gewächshäuser in Betrieb nehmen. So, hier links die Palettenfabrik. Hier haben wir Holzhacker, das Sägewerk. Hier machen wir mal einen Wartepunkt. Und dann geht es einmal rucki zucki zurück zum Hof. Einfach folgen. Und dann gucken wir mal, was wir in dieser Folge noch alles machen wollen. Ich denke, wir werden gleich noch die 20, also das Feld, das wir zuerst abgeerntet haben, das werden wir düngen und dann auch gleich den Pflug drauf ansetzen. Damit wir da möglichst schnell auch wieder was ansehen können. Gucken, ja, unser Drescher ist auch schon wieder fast voll, das heißt, da müssen wir auch gleich abfahren. Ah, das kriegen wir aber alles hin. Wir werden jetzt den MB-Truck gleich wieder Richtung Forst schicken. So, Pause beendet. Das ist OL Umlauf Hof Sägewerk. So. Dann darf der starten. Und wo ist der Drescher? Da drüben. Na klar, wieder auf so einer Bahn, dass wir ihn erstmal rausmanövrieren müssen zum Abtanken.
weil wir ja nicht durch die Frucht fahren wollen. Gut, einmal ausmachen. Einmal genau zielen und entladen. Können wir den Motor ausmachen? Der muss ja nicht die ganze Zeit hier die Umwelt verpesten. So, dann wird der wieder auf Spur geschickt. Hier rein. Gut. Dann düngen wir doch mal schnell. Wir haben zwar im Moment nur den kleinen Düngerstreuer, aber 24 Meter sind auch schon ganz, ganz gut. Radius 4, die 20, die ist ja nicht wirklich groß. Aber jetzt erstmal hier 4000 Liter Dünger reinschmeißen, das wird uns schon wieder sehr, sehr wehtun. Ach nee, das war ja gar nicht hier. Das ist ja das Saatgut. Ah, der Dünger ist ja auf der anderen Seite da versteckt. Hier dahinter, wenn ich das richtig weiß. Da ist unser Dünger. Jupp, Klappe geht auf. So, der ist da. Der bleibt auch da. Den, na. Das wird Gruppe 0. Forst. Nein, ich weiß, was wir noch vergessen haben zu kaufen, aber das machen wir später. Das ist nämlich der Rübenernter. Wenn man nicht an alles denkt, aber da ist jetzt kein Geld mehr da, weil wenn wir jetzt noch Saatgut uns holen, da müssen wir gucken, dass wir den Raps vielleicht verkaufen. So, hier machen wir das mal schnell mit GPS. Einmal Kurs. Rüber, so. Und los geht das. Bahn Nummer 1 beendet. Und einmal zurück.
Das geht ja rucki zucki. Hier irgendwie 5, 6 Bahnen, denke ich mal, dann haben wir das. Ja, und mit dem Düngen kommen wir auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Wir haben ja jetzt schon mal schön Geld ausgegeben. Werden in der nächsten Folge anfangen, mal so ein paar Bäumchen umzuschubsen. Bisschen Hackschnitzel machen, bisschen Holz schon mal ins Sägewerk reinballern, damit da die Produktion losgehen kann. Und dann dementsprechend auch hier die 20 werden wir pflügen. So. Ja, pflügen und dann gucken, was wir hier drauf machen. Vielleicht machen wir hier Körnermais. Auf jeden Fall will ich auf der 2, die ja relativ groß ist, da werden wir massiv Zuckerrüben machen, um da erstmal einen gewissen Vorrat dann auch zu haben, weil die Ernte wird da ja, mit dem kleinen Ernter, den wir da wohl nehmen werden, eine ganze Zeit lang dauern. Aber das alles eben in den nächsten Folgen. Bis dahin, macht es gut, habt eine schöne Zeit. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge am morgigen Nachmittag. Bis dahin, macht's gut.